Herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video für den Monat März. Es hat sich wieder einiges angesammelt hier, habe wieder ordentlich benutzt und ja, diesmal nicht ganz so viel wie beim letzten Mal, aber ich versuche mich trotzdem zu beeilen, zu allem was zu sagen und ja, es ist meine Meinung. Jeder hat vielleicht ein anderes Empfinden, was bei mir nicht funktioniert, funktioniert bei jemand anderem vielleicht und andersrum. Also bitte alles ohne Gewähr und wir legen los. Hier habe ich einmal von DM die Yesa Slip-Einlagen, flexibel. Die sind ganz in Ordnung und ja, die kaufe ich immer wieder nach oder ich hole mir die aus dem Netto. Dann haben wir einmal hier von Tena ein paar XL-Size Hygiene, Waschlappen. Ich nehme das alles meistens zum Putzen. Die hatte ich, glaube ich, mal geschenkt bekommen. Zu irgendwas dazu. Und ja, also ich putze mit meistens nur die Toilette obenrum und alles so. Und dann wird es weggehauen. Dann haben wir einmal von Breva Power WC Reiniger. Entfernt 99,9% der Bakterien. Das ist außen Netto. Es riecht stark nach Chlor. Also wenn man dann auf die Toilette kommt, denkt man, man ist im Schwimmbad. Aber macht sich gut, es ist farblos hier drin und ja. Dann habe ich einmal Korall, optimaler Farbschutz. Das war im Angebot, da hatte ich mir das mal mitgenommen. Roch sehr gut. Aber ich denke immer, ja, dass bei den Korall, dass da die Wäsche irgendwie nicht sauber wird. Ich weiß nicht warum, das ist wahrscheinlich alles so eine Kopfsache. Ich nehme dann lieber immer mein weißer Riese. Also die Werbung hat schon richtig was, wie sagt man, geschafft bei mir, dass ich immer denke, dass die Wäsche nur mit Spee und mit weißer Riese sauber wird. Ja, ich weiß, ich habe einen Knall, aber ist nun mal so. Ja, also Korall ist leer. Dann habe ich hier weißer Riese stark gegen Flecken. Und dann habe ich nochmal das Universalgel von weißer Riese. Ja. Es sind wieder drei Flaschen. Ich mache wahrscheinlich auch immer viel zu viel rein. Aber ich habe auch jeden Tag Wäsche, will ich mal dazu sagen. Dann hatte ich hier von Bübchen ein Shampoo und Showergel, 2 in 1. Das hatte mein Sohn endlich aufgebraucht. Ich muss wirklich sagen, endlich. Er vergisst ja das immer zu benutzen, ne? Weil Baden ist ja Baden. Und das heißt so viel wie, ich lege mich nur in die Wanne und warte, dass der Dreck abfällt. Ja. Da muss ich immer sagen, denk dran, benutze Duschgel, wir haben genug. Und ist immer ein sehr schöner Duft. Das ist Shampoo, also Körper und Haar. Und dann kann man das halt komplett von Kopf bis Fuß benutzen. Und das Bild fand ich halt auch übelst niedlich. Dann habe ich die beste Billighaar-Koloration ever von Müller. Ich habe sie mir diesmal aufgehoben, weil meistens hebe ich sie ja nicht auf. Das hat ja so ein, wie sagt man, zum Auftragen, ist halt so eine Flasche, wo man das alles zusammenmixt und schüttelt und das ist relativ, na ich will nicht sagen fest, ich mache dann immer noch einen Schluck Wasser rein, um das Zeug zu strecken, aber macht sich echt perfekt und wie gesagt, wenn ich dann die Haare wasche, nach dem zweiten oder dritten Mal, ich habe nichts mehr, was dann noch rauskommt, es ist halt wirklich fest am Haar, also es wäscht sich nicht aus. Habe ich hier den Farbton dunkelbraun, ja, und den habe ich auch drin. So, dann hatte ich von Isana eine Make Me Mango Body Butter für Körper und Hände. Für Hände ja, also es roch sehr gut nach Mango, aber auf den Körper, das ist alles, also es zieht nicht schnell ein. Es ist immer so wie soll ich sagen, so schlierig. Das heißt, ich habe immer noch Rückstände und es dauert, bis das einzieht und die Zeit habe ich einfach nicht. So, also würde ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal nachkaufen. Dafür habe ich von Isana ein super tolles Duschgel, eine Limited Edition. Du bist meine große Liebe. Ich fand das so niedlich. Das war damals, glaube ich, ein Abverkauf für 1 Euro und ein bisschen. Und ja, also es roch sehr, sehr gut, sehr fruchtig. Wenn es das wieder geben würde, würde ich mir natürlich wieder mit kaufen. Dann hatte ich eine super mega Body Lotion von Eveline Cosmetic. Ich hatte ja mal bestellt bei, oh Gott, oh, wo gab es das? Kosmetik for Less? Wo gab es das? Bei Lyko? Ich weiß es nicht mehr, bitte. Googelt es einfach. Die roch gut. Hier haben wir, also es ist eine Face and Body Creme. Also ich habe sie wirklich nur für den Körper trotzdem benutzt. 24 Stunden Feuchtigkeit mit Bio-Argan und Manuka-Öl. Also der Duft ist wieder richtig toll.
Es hat, und diese hat sich richtig toll auftragen lassen. Und hier weiß ich sogar noch einen Preis, der war 3,25 Euro oder 3,29 Euro. Also echt eine Top Bodylotion. Special Rezept. Wer hat es erfunden? Die Schweizer haben es erfunden. Okay. Habt ihr gut gemacht, würde ich mir wieder kaufen. Dann habe ich einmal ein Schaumbad von Avon. Good Night, Sweetheart. Das ist ein bisschen, wie sagt man, ich will nicht sagen im Winterduft, aber das riecht so richtig schön entspannend, wenn man Winter hat und man will es kuschelig haben. Genauso tauge ich das. Das ist jetzt auch leer gegangen. War ein halber Liter drin, kostet mir so zwischen 3 und 5 Euro. Ja, auch die haben die Preise angezogen. Dann habe ich einmal Sensodyne für empfindliche Zahnhälse. Und ja, die muss ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. Dann hatte ich Pineapple and Kokosnuss, ein Pre and Prime Polishing Primer. Gott. Von Style Dry. Das war mal in einer Beautybox mit drin gewesen. Ich hoffe, ich habe es richtig angewendet. Das ist ja bei mir auch immer so eine Sache. Ja, das habe ich nach der Haarwäsche reingemacht. Das soll ein bisschen so wie ein Haargel sein und noch Pflege. Ja, wenn man die Haare lufttrocknen lässt, wenn man es vielleicht früh oder mittags die Haare wäscht, ist das perfekt. Die hielten dann relativ gut und man konnte sie auch gut ja, danach stylen, föhnen oder sowas. Ich wasche ja meistens meine Haare abends und ja, es ist in Ordnung. Ich bin froh, dass es jetzt leer ist. Aber es ist immer so eine Sache, wenn man was Zusätzliches reinmacht, es beschwert halt einfach die Haare. Und momentan, was ich jetzt benutze, die Haarwäsche und das noch dazu Pflege-Spray. Ich kann alle 2 Tage meine Haare waschen. Ich weiß nicht, ob es da dran liegt. Ich muss das alles noch ein bisschen austesten. Dann hatte mein Mann wieder von Balearman ein Anti-Fresh, ein Anti-Fresh, nee, ein Antitranspirant Fresh Deo-Roller benutzt. Also der ist auch Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach top. Dann hatte meine Tochter noch ein Anti-Pickel-Gesichtswasser von Rossmann, von Isana. Reinigt Porentief gegen Unreinheiten, Salicylsäure und Zink. Habe ich eigentlich für meinen Sohn gekauft, aber er benutzt es nicht. Na, hat die Kleine jetzt mit alle gemacht. Dann hatte ich noch ein Avon-Schaumbad Vanille und Feige. Ich liebe diesen Duft. Ich liebe einfach diesen Duft. Da gab es ja auch von Balea dunkle Orchidee mit Vanille. Das roch so ähnlich. Und das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte, glaube ich, 20 solche Badeberren gekauft. Also solche Tüten. Tja, Pech gehabt. Na, vielleicht kommt ja sowas in der Art dann auch mal wieder rein. Dann, mein Mann liebt ja das Duschdas. Anregender Zedernduft, Duschgel und Shampoo, er liebt das. Das riecht wirklich nussig, holzig und ich mag es auch sehr gern. Dann haben wir noch einen Deo-Roller von Célébré. Ist ein sehr schöner, blumiger Duft von Avon. Dann war in einer Beauty-Box eine Haarmaske. Hat für mich gereicht auf zweimal. Ich habe wahrscheinlich wieder zu viel benutzt. Also richtig toll waren danach die Haare, richtig weich, die haben sich gut kämmen lassen. Aber wie gesagt, die 30 Minuten habe ich nicht ausgehalten. Viertelstunde maximal. So, von Baradox. Detox Restorative Hair Mask. War, glaube ich, in der Goodiebox oder sowas drin. Müsst ihr mal meine anderen Videos mitverfolgen, da wisst ihr das. Ihr wisst ja eh immer mehr, was wo bei mir drin war in der Box. So, dann hatte ich noch einen Balea Deo-Roller. Ich weiß auch nicht, irgendwie war ich mit denen gar nicht so zufrieden diesmal. Warum auch immer. Das heißt zwar 24 Stunden Frische, aber so wirklich hat es mir nichts gebracht. So, dann hatte ich ein schönes Eau de Toilette von Lancôme, das Miracle. Riecht auch sehr schön. Frisch, blumig. Und es ist ein bezahlbares Parfüm von einer guten Marke. Dann hatte ich hier einmal Rotbäckchen Vitaminkick. Das war in der Schön für mich Box. Habe ich gleich ausgesoffen danach. Hat gut geschmeckt. Und ja.
Dann hatte ich hier einmal ein Wärmepflaster benutzt. Das war mal, ich weiß gar nicht, war glaube ich auch mal aus der Drogerie gewesen. Wärmepflaster, alles schön und gut. Bringt wahrscheinlich wirklich nur was, wenn man daheim liegt im Bett, weil ich hatte es für unterwegs benutzt oder auf Arbeit. Also ich habe mir das gleich früh morgens draufgepackt. Ich hatte ein bisschen, ich denke mal, dass es Ischias ist. Und ja, erstmal schwitzt man dann, auch im Auto. Ich habe geschwitzt, ist dann runtergerutscht. Ich musste es immer wieder festpacken. Und aber so richtig heiß ist es eigentlich nicht geworden. Da ja, war ich ein bisschen enttäuscht. Mal sehen, ich habe vom Action noch welche. Mal sehen, wie die sind. Dann ist ein schönes, tolles Körperspray leer gegangen von Encanto, auch von Avon. Irresistible. Das riecht auch sehr betörend. Nicht orientalisch, es riecht richtig gut. Ich hatte von der Marke meiner Schwiegermutter mal ein Körperöl, wenn sie alle durchmassierten der Familie. Und jeder sagt, oh, der Duft ist aber schön. Ja, mir gefällt er auch sehr gut. Und das ist jetzt auch leer gegangen. Ist ja manchmal relativ günstig im Set mit einer Creme, mit einem Eau de Toilette. Also drei Produkte hat man manchmal Glück bei Avon, für die für 10 Euro zu ergattern. Dann hatte ich noch einmal aus einer Beautybox Pure 97 Cremeöl, also Feuchtigkeitscremeöl für die Haare mit Jasmin und Kokosöl. Kokosnussöl. Das lässt man drin. Also ich habe das immer bei meiner Tochter, die hat schon übelst blonde, lange Haare. Und die sind immer leicht trocken. Und da haben wir das dann immer reingemacht und also reingeknetet. Also ich muss sagen, es ist wirklich toll gewesen. Hat jetzt nicht wirklich, also nicht zusätzlich beschwert. Also ihr hat das wirklich was gebracht. So, dann hat man hier einen von Busi Shop. Hier war ein, ich sag mal, ein Waschhandschuh. Aber eigentlich sollte man es benutzen, um Bräunungscreme aufzutragen. Aber meine Tochter meine Tochter benutzt das als Badeschwamm. Genau, also die hat sich das gleich unter den Nagel gerissen. Dann habe ich nochmal Clean Cutten, einen Kerzenduft mit Schmuck von Aldi. Genau, die kamen so 10 Euro. Brennen natürlich nicht besonders toll ab, aber ist egal. Hauptsache ich komme an den Schmuck ran. Hauptsache die Kerze ist bis runter abgebrannt. Und gut ist und dann kann sie weg. Dann hatte ich hier einmal Verwöhndusche aus einer Limited Edition Eternal Summer mit Hibiskusblütenextrakt. Ja, war letztes Jahr im gab es das zu kaufen bei DM. Ich habe es jetzt erst benutzt und es war sehr schön. Es roch vor allen Dingen sehr gut. Und passend dazu gab es natürlich auch einmal Shampoo und Spülung. Bei mir ist es so, dass zuerst einmal das Shampoo alle wird und dann die Spülung. Ja, vom Duft her war es sehr gut. Ist ein sommerlicher, blumiger Duft gewesen, aber wie gesagt, es hat mir irgendwie die Haare beschwert. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es so gar nicht an dem Zeug, aber gut kennbar war es natürlich. Es war gut hautverträglich. Ja, würde ich mir sowas wieder kaufen? Ja. Aber mir hat halt die Verpackung, das Packaging hat mir richtig gut gefallen. Dann haben wir noch einmal wahre Schätze für Kinder, Kirsche und Süßmandelöl. Das ist wirklich was für Kinder, weil für mich hat es nichts gebracht. Die Haare waren fettig ohne Ende. Ja, bei mir jedenfalls. Meiner Tochter hat es gefallen. Es hat ihr auch sehr gut gerochen. Und für sie würde ich das wieder kaufen. Dann haben wir noch einmal ein mildes Body Scrub von Ritual of Karma. Der Duft war okay, aber Peeling war mir einfach zu wenig, war mir einfach zu weich. Die Körner hätten könnten ein bisschen grober sein. So, die erste Box ist leer. Weiter geht's. Dann habe ich von Yves Rocher ein Handpeeling. Perfekt. Körnung war richtig gut. Ich habe jetzt noch ein anderes. Mal sehen, wie das ist. Also nicht von Yves Rocher, von Trended Up. Das hatte ich, wie gesagt, von Yves Rocher mit Annika und würde ich jederzeit wieder kaufen. Dann hatte ich einmal ein Gesichtsserum von Vai Moi. Moi? Genau. Das war, glaube ich, in einer Friends Edition. War das eine Friends Edition? Von den Unikum-Tüten. Unikum-Tüten? Ja, irgendwie sowas war das drin gewesen. War okay. War okay.
ist jetzt endlich leer gegangen. Hatte ich einfach im Beauty Case drin gehabt. So, dann haben wir vom Brokodent einmal Erdbeer-Zahngel für die Kinder. Ich versuche jetzt wegzukommen von den Kinder-Zahncremes. So klein sind sie nicht mehr. Und ja. So, dann hatte ich Q10 an die Falten. Gesichtspflegekapseln von Isana, die waren sehr ölig. Würde ich mir jetzt so nicht kaufen, weil mir das ölig einfach zu schmierig ist auf der Haut. Gibt es viele andere Produkte, ist dann doch vielleicht für noch ein paar ältere gut gedacht, dass das dann auch besser einzieht. Wie gesagt, ich pflege mich ja mit 1000 verschiedenen Varianten, war das vielleicht ein bisschen zu viel für mich. Dann habe ich noch von Judith Williams. Also Leute, ich habe glaube noch eins da. Ich habe es immer großzügig aufgetragen, also ich weiß auch nicht. Also für mich einfach nur ein Billigparfüm. Also war überhaupt nicht zufrieden und schon gar nicht mit dem Duft. Hielt nicht lange an, würde ich mir nicht wieder kaufen, war in einer Schön-für-mich-Box drin. Dann hatte ich aus meinem Adventskalender Abercrombie and Fitch Authentic Night Woman. Ein kleiner Zerstäuber. Roch sehr gut, sehr intensiv, so wie ich das eigentlich mag. Würde ich mir sogar kaufen. Dann habe ich einmal von My Little Box. Das war so ein Spray, ein Raumspray, genau. Ja, ist mit leer gegangen, hat gut gerochen. Leichter Kirschduft. Ja, und ist in Ordnung. Das würde ich mir jetzt so nicht kaufen, weil ich es nicht wirklich brauche. Dann gibt es von Febreze, gibt es 1000 andere schöne Düfte. Hier habe ich einmal noch von Action Body Mist. Das war vorletztes Jahr im Adventskalender drin, habe ich dann auch als Raumspray genommen. Dieser Duft war nicht meins. Wie gesagt, für Raumspray geht es dann immer. Dann habe ich hier so einen Matting Paper Plotter von Avon leer gemacht. Hier ist ein schöner Spiegel drin, ist eigentlich schade drum. Dann hatte man hier so ein Pad gehabt, hier war so ein Klebefilm drunter. Und da konnte man das dann immer so das Blättchen anbeppen und dann konnte man sich abmattieren. Wie ich sehe, ich bräuchte das jetzt eigentlich, weil ich glänze schon wieder. Ja, ist schade, dass es leer ist. Eigentlich hätte man es konnte aufheben, um hier Nachfüllpack reinzulegen. Aber wie gesagt, ich habe es einfach mit aufgebraucht. Man braucht es nicht wirklich und gut. Dann hatte ich noch einmal Sugar Love von Rituals. Ein Körperspray. Oh Leute, das roch gut. Das roch gut, da ist nichts mehr drin. Richtig frisch, fruchtig. Also wer so auf ein bisschen süßlich steht, ist das perfekt. Dann habe ich von Lancôme Genifique ein Serum. Da habe ich noch ein paar da, weil ich mir das aus Versehen im Set, glaube ich, schon zum vierten Mal bestellt habe. Immer wo es im Angebot war, dann denke ich, wenn ich ins Schrank räume, oh Gott, du hast ja noch einen Haufen Packung da. Also lässt sich sehr gut auftragen, zieht auch sehr gut ein. Oh, hier ist sogar noch was drin. Ist sogar noch was drin, ein bisschen ist drin. Ja, pflegend. Ich laufe die Hände, ja, geht immer. So, dann habe ich hier einfach aussortiert vom Boozy Shop eine Lippenmaske. Oh Leute, das ist ekelhaft. Die riecht ranzig, die riecht richtig ranzig. Also nicht mal, ich wusste dann schon gar nicht mehr, was ich machen sollte damit. Ich habe es dann so dick aufgeschmiert und dann dachte ich, nein, nein, tu dir das nicht an. Du hast so viel schöne andere Sachen, haus doch einfach weg. Und das mache ich jetzt hiermit. Dann in der Versenkung gefunden, feuchte Tücher mit Aloe Vera. Ich glaube, das gibt es so gar nicht mehr. Habe ich einfach wiedergefunden. Die waren schon ausgetrocknet. Ich habe es noch ein bisschen feucht gemacht. Fürs Toiletteputzen war das okay. Dann hat mein Mann ein Eau de Toilette leer gemacht. Simply Because for him. Das ist ein schöner Duft, ein schöner holziger, männlicher, maskuliner Duft, der erinnert mich immer ein bisschen an Hollister, an diese Läden, da riecht es ja auch immer übelst gut drin. Und wenn das im Angebot ist, das kaufe ich ihn auch immer mit. Wenn jemand meinen Mann fragt, was hast du für ein Parfüm drauf, dann sagt er immer, wo komme ich zugeteilt. So, jetzt haben wir hier noch einen Schwung. So, einmal habe ich hier Darmbinden, benutze so meine Tochter, verschiedene Varianten, die sind okay. Und dann muss ich dazu sagen, diese habe ich hier im Action gefunden. Die kosten 65 Cent. Wir haben hier 10 Stück drin. Wie wir sind in den anderen, sind 16 Stück drin, aber trotzdem 65 Cent und die sind echt gut. Ich glaube, das ist ein Tube zu den Always. Wenn ihr die seht, probiert sie aus, die sind echt toll.
So, weiter geht's. Ich habe von Douglas Home Spa Harmony of Ayurveda. Hier war eine kleine Seife drin. Benutze ich halt immer für meine Pinsel zum Reinigen. Dafür ist es perfekt. Dann habe ich hier ein kleines, schönes Bröbchen. 6 Gramm sind drin von Kies. Kies, ja. Muss ich euch zeigen. Oh, jetzt ist das schon wieder so lange her. Hier wollte ich was dazu sagen. Ich dachte erst, das war Kies. Nein, es ist Kies. Hier haben wir so ein kleines Näpfchen. Oh, ich stehe ja auf sowas. Ich finde das sehr niedlich. Das roch gut. Das roch gut. Es zog schön ein. Und ich hoffe, dass sowas mal wieder in einer Beautybox drin ist. Also muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Sieht so etwas langweilig aus, jetzt hier das Packaging. Ja. Man könnte es aufheben, aber ich kann nicht noch die leeren Schachteln aufheben. Ich habe zu viel Volles. So, dann muss ich auch. Wir sind schon über 20 Minuten, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Einmal eine Abziehmaske von Balea hat meine Tochter benutzt, hat ihr sehr gut gefallen, würde sie wieder kaufen. Dann habe ich hier sofort Glättungseffekt, straffende Pflege, Q10 und Vitamin E. Ich glaube, das gibt es auch schon nicht mehr. Das ist so ein Sachet. Ja, so eine Einmalmaske von Bossmann. War okay. Dann kommen die schlechtesten Augenpads ever. Einmal von CW Cadula Vera. Das ist die Eigenmarke von Müller. Ich habe sie mir damals gekauft, weil sie bloß 50 Cent gekostet haben. Ja, bei 50 Cent sage ich, okay, kann man benutzen. Aber sonst so würde ich die mir für einen vollen Preis nicht kaufen. Da bin ich lieber Fan von den Isana-Augenpads. Die kann ich wirklich auch auf zweimal benutzen, obwohl jetzt ja auch schon gespart wird mit der Flüssigkeit. Und ich nehme dann doch lieber die von Juti. Es sei denn, das ist ein schönes Muster und dann nehme ich halt auch die, weil ich das mal ausprobieren möchte. Die hatte ich euch schon mehrmals gezeigt. Vitalisieren mit Vitamin C und Himbeerextrakt. Und intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron, Mandelöl und Kirschextrakt. So, dann hatte ich von Luvos Naturkosmetik mit Heilerde. Also ich muss sagen, von Luvos, die Masken, die sind auch einfach nur mega geil. Muss ich einfach sagen, die sind echt toll. Kauft sie euch, probiert sie euch aus, die sind schön. So, dann habe ich noch einmal Isana Badeperlen mit der Belle. Riecht nach Zitrone oder was? Ein Apfelduft? Himbeere, oh Gott. Himbeere und Veilchen war es, ja. So Badeperlen, wie gesagt, ich mache das immer gerne rein, wenn ich meine Haare wasche. Würde ich mir wieder kaufen, die waren im Abverkauf für 45 Cent. Du bist wundervoll, vergesst das nicht. Leute, ihr seid alle wundervoll, vergesst das nicht. Und so wie ihr seid, stellt euch für niemanden um. Ja. Badesalz mit Duft nach Mandelmilch und weißen Blüten. Hat sehr gut gerochen, würde ich mir wieder kaufen. Dann hatte ich eine Haarmaske 3 in 1. Das hat meine Tochter benutzt mit Bambuswasser und Pink Grapefruit. Hat ihr sehr gut getan, dass ihre spröden Haare ein bisschen Glanz bekommen. Dann habe ich von Tedi-Set eine Portion Freude. Buttermilch-Zitrone. Oh, Buttermilch-Zitrone, das riecht so geil. Die waren im Abverkauf auch halber Preis gewesen. Dann habe ich noch einmal eine Portion Danke, Granatapfel und Kakaobutter. Auch ein sehr schöner Verwöhnduft. Dann habe ich Pflegebad entspannend und ausgleichend von Dresden Essenz mit Sakura Kirschblüte. Kirschblütenduft liebe ich ja auch über alles. Hier haben wir noch einmal die Belle. Okay, das ist die Belle mit Duft nach Brombeere. Und hier habe ich noch mal, es ist die Cinderella gewesen. Ja, berichtigt mich immer gut, aber ich habe es jetzt selbst gemerkt. Und einmal Badesalz mit Bambusextrakt, himmlischer Duft nach frisch gewaschener Wäsche. Das werde ich mir wieder kaufen, wenn ich im Rossmann bin. Dann haben wir nochmal Badeperlen von der Eiskönigin. Die haben auch leichten Schaum gemacht, habe ich mitbenutzt. Wie gesagt, ich nehme Badeperlen immer, wenn ich Haare wasche. Dann habe ich nochmal eine Portion Freude mit Buttermilch und Zitrone von Tedisept. So, das waren die ganzen Badezusätze. Jetzt habe ich von Alvira Skincare Pore Strips. Ach so, ja, das hat meine Tochter benutzt. Macht mal über die Nase. Sie war zufrieden damit und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo das jetzt herkam. Dann hat man noch eine lustige Gesichtsmaske aus dem Action für unter einem Euro. Ja, die Masken sind mir einfach ein bisschen zu fest. Ob es jetzt eine Pflege hat, kann ich immer nicht sagen, aber es ist halt immer spannend, wenn man das Motiv sieht.
Dann hatte ich noch eine von The Beauty Depth Still the Tea Free Purifying Tea Free Face Sheet Maske. Also die war auch sehr schön mit diesem Teil hier. Ich weiß nicht, was das ist. Bambus? Nee. Steht hier was drauf? Nee, egal. Also die war schön, wenn ihr euch das Bild anseht. Und ihr seht die Maske. Nehmt sie mit, die ist in Ordnung. So, und dann habe ich noch eine Nutriton. I'm Avocado. Eine schöne Avocado-Maske. Ja, die war auch schön und sah aus wie eine Avocado. Wieder was zum Lachen für meinen Mann. So, das war mein aufgebraucht. Oh, wir haben wieder den Rahmen gesprengt. Also, viel Spaß habe ich. Oder nicht viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach rein, werde ich euch beantworten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, eure Garina, und habt noch einen schönen Tag. Tschüssi!